So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem Überblicksvideo zu First Red. Das Spiel ist ab 10 Jahren empfohlen, dauert so 30 bis 75 Minuten, ist für 1 bis 5 Spieler. Hier gibt es keine Einordnung, ob es jetzt Kenner, Familie oder Experte ist. Es ist auf jeden Fall gehobenes Familienspiel. Kennerspiel Light, Light, Light. Ne, thematisch sind wir halt Ratten, die hier auf so einem Schrottplatz wohnen und wir träumen halt hier von diesem leckeren Käsemond und wollen da gerne hin. Deswegen bauen wir hier in so einer Rakete und wollen halt so Ratonauten werden. Und ne, das ist hier oben der Bereich auf dem Spielplan, wo wir jetzt nach und nach verschiedene Teile der Rakete bauen. Da brauchen wir bestimmte Komponenten für und dann kriegen wir dafür immer Punkte, je nachdem, ob wir das halt als Erster erfüllen oder erst später. Und wenn wir jetzt ein ganzes Set an Komponenten voll haben, dann können wir hier auf der Leiste vorangehen. Wenn wir schaffen, unsere Ratonauten hier oben ins Ziel zu bringen, bekommen wir dafür auch nochmal Punkte. Wenn wir hier so bestimmte Stationen auf dem Spielfeld erreichen, so Baulampen, bekommen wir dafür auch Punkte. Oder hier, wenn wir Käse haben, den wir ausgeben, dann gibt es da auch Punkte für. Und ja, das Spiel an sich ist eigentlich relativ easy und auch leicht zu verstehen. Ich habe hier meine Ratten, die kann ich halt hier auf dieser Leiste lang bewegen. Normalerweise immer einfach nach oben. Nur wenn ich hier bei diesen Händlern quasi bin, die es hier vereinzelt auf dem Spielplan gibt und ich da die Kosten nicht bezahlen möchte, dann kann ich auch einfach einen Gegenstand klauen, den ich gerne hätte, muss dafür meine Ratte aber wieder ganz nach hinten bringen. Das ist insofern doof, wenn man hier oben als Erster ist, kriegt man 10 Punkte. Im Zwei-Personen-Spiel kriegt dann irgendwie der Nächste hier noch 7 Punkte und ab da gibt es dann schon nur noch immer 6 Punkte. Das heißt, da gibt es halt auch so ein paar Punkte zu holen. Und ich brauche halt, um hier diese Raketenpunkte zu machen und auch diese Punkte für das Set, Ressourcen. Ressourcen bekomme ich hier auf Feldern. Ich brauche halt, um diese Käsepunkte zu machen und auch um auf Felder zu gehen, wo andere Leute schon sind, brauche ich halt Käse. Bekomme ich hier auf diesen gelben Käsefeldern. Um hier diese Baulampenpunkte zu bekommen, muss ich meinen Lampenmarker hier auf dieser Leiste vorbewegen, bis der halt hier auf dieser Baulampe ist. Dann kann ich halt meinen ersten Marker da oben hinlegen und mir hier die 9 Punkte holen. Und wenn der halt irgendwo nochmal hier ist, bekomme ich halt noch einen Marker dahin. Und wenn der hier ist, dann bekomme ich noch einen Marker dahin. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil. Wenn meine Baulampe bis hierhin gewandert ist, also diese ganzen Lampen hier leuchtet hat, dann bekomme ich immer, wenn ich auf eins der vorherigen Felder gehe oder auf das Feld selbst, bekomme ich einfach eine Ressource der Art mehr und ich brauche halt diese Ressourcen, um hier die Punkte zu holen oder halt für den Käse oder auch hier, um einfach noch mehr Glühbirnenpunkte zu holen oder um hier unten auf dieser Leiste voranzugehen, wo ich noch mehr Ratten bekommen kann. Immer wenn ich hier oben im Ziel bin, bekomme ich automatisch noch eine weitere Ratte oder halt, wenn ich hier diesen Marker hier rumbewegt habe und hier vorbeikomme, kann ich mir eine Ratte holen. Ich kann mir hier auch nochmal so Punkte holen oder ich kann mir hier so Spezialmarker holen, die auch total wichtig sind, weil ich dann einfach hier grüne und rote Felder gleich behandeln kann oder ich irgendwelche Abkürzungen hier auf dem Spielplan benutzen kann, ohne dafür Ressourcen zu zahlen oder ich auf Felder gehen kann, wo andere Leute sind und dann muss ich dafür keinen Käse ausgeben. Also die sind auch schon nicht schlecht. Mehr Ratten möchte man natürlich auch haben und die tollen Punkte will man am Spielende auf jeden Fall auch bekommen. Und die grundsätzliche Mechanik ist super einfach. Ich kann entweder eine meiner Ratten bis zu 5 Felder vorbewegen, also 1, 2, 3, 4, 5, könnte ich halt einfach dahin gehen. Ich kann auch Abkürzungen nehmen, wenn ich die Kosten bezahlen kann, weil ich die entsprechenden Ressourcen habe. Am Anfang hat man normalerweise hier nur einen Käse. Ne? Oder ich kann auch die Ratte hier, 1, 2, 3, 4, 5 Felder bewegen, aber müsste ich halt einen Käse abgeben, weil da eine andere Ratte ist, um einen Käse zu bekommen. Also muss man schon genau planen. Oder ich könnte sagen, ich möchte gerne jetzt hier 2 Ratten oder alle Ratten, die ich habe, 1 bis 3 Felder weit bewegen. Dann müssen sie aber auf dem gleichfarbigen Feld stehen. Das heißt, ich könnte sagen 1, 2, 3. Dann würde ich halt quasi einen Käse abgeben und noch einen Käse wieder bekommen. Und hier könnte ich auch 2 Felder vorgehen und würde halt einen Käse bekommen. Hätte insgesamt jetzt nur plus 1 Käse gemacht, bin aber weiter verteilt, weiter vorangekommen im Spiel. Das ist natürlich auch immer ganz gut. Und das ist jetzt hier auch der Aufbau für den Solo-Modus. Der läuft einfach hier mit so einem Kartendeck, wo dann immer einfach eine Karte gezogen wird. Und dann guckt man, wie weit geht der Bot-Spieler quasi vor. Hier in dem Fall wird der einfach 2 Felder vorgehen. Der wird gar kein Feld vorgehen. Der würde ein Feld vorgehen, wofür ich einen Käse bekommen würde. Und er würde auch noch einen Käse vorgehen und manchmal ein Feld vorgehen. Und manchmal lösen die dann auch Wertungen aus. Dann legt er hier erstmal so einen Marker hin. Dann wissen wir schon, okay, wenn die Karte nochmal kommt, das Deck ist nicht so super groß, dann wertet er jetzt halt hier diese Käseleiste. Also kann ich versuchen, noch schnell Käse zu bekommen, um vorher die Wertung zu holen. Das ist halt ganz elegant. Wenn jetzt ein richtiger Spieler hier blau spielen würde und der jetzt schon so viele Figuren im Spiel hätte, könnte er jetzt halt auch überlegen, ob er zum Beispiel hier 1, 2 Felder vorgehen möchte, hier ein Feld vorgehen möchte und dann würde er insgesamt 1, 2, 3, 4 Apfelpunkte bekommen und dürfte halt 1, 2, 3, 4 Schritte auf diese Apfelleiste vorgehen. Das bringt jetzt nicht so viel, aber mit einem Schritt mehr könnte er sich dann hier so einen Vorteil holen oder mit 2 Schritten mehr hier den Vorteil oder mit 3 Schritten mehr könnte er sich hier die Punkte auf der Leiste holen und dann läuft man wieder hier oben lang. Darf halt hier immer nur geradeaus gehen, aber sobald man hier hochgeht,
kann man sich halt überlegen, ne, also wenn man hier hochgehen könnte, ob ich hochgehen möchte oder weitergehen möchte, ne, wo möchte ich mir den Bonus holen. Ich kann auch hier mal im Kreis gehen, dann bekomme ich die Vorteile ganz schnell, überlasse den anderen Spielern aber die Vorteile. Wie gesagt, auf den gelben Feldern gibt es einfach nur Käse, das heißt, immer wenn ich da lande, bekomme ich halt Käse. Käse brauche ich, um auf Felder zu gehen, wo andere Spieler sind, oder halt hier für diese Käseleiste. Und wenn ich hier auf diese orangenen Felder gehe, dann bekomme ich da einfach Ressourcen. Da gibt es hier so Taschenrechner, da gibt es hier einfach so Shampooflaschen, dann gibt es hier so Erbsendosen und es gibt hier so Cupcake-Packungen. Und die sammle ich halt hier, zum Beispiel mit diesen Taschenrechnern, die bekomme ich immer nur einzeln, außer ich habe irgendwann mal meine Lampe hier drüber bewegt, weil dann bekomme ich hier immer eine Ressource mehr. Das heißt, dann würde ich hier halt zwei Taschenrechner bekommen und Taschenrechner brauche ich zum Beispiel hier zwei Stück. Und einmal diese Erbsendose, um hier einen Marker hinlegen zu können. Das ist gar nicht so leicht, an Taschenrechner ranzukommen, weil Taschenrechner gibt es jetzt hier erstmal nur hier und hier. Das heißt, einmal auf dem orangen, einmal auf dem grünen Feld. Da kann ich jetzt nicht Tonnen von ausgeben. Und wenn ich irgendwie meine Ratte hier hoch bewege und die dann hier ins Ziel bringe, bekomme ich entweder automatisch meine nächste Ratte oder ich könnte mir auch hier einfach so einen Punktemarker nehmen, wenn ich schon alle Ratten im Spiel habe. Und wenn ich dann zum Beispiel hier den Weg abkürzen möchte, um halt hier hochzugehen, durch diesen Tunnel hier durch, müsste ich halt auch schon einen Taschenrechner ausgeben, bin dann natürlich schneller an den hochwertigen Ressourcen dran und kann vielleicht noch mit den Ratten Punkte machen, weil das Spiel ist zu Ende. Wenn entweder ein Spieler alle seine vier Ratten eingelocht hat und die da in der Rakete sitzen oder wenn man alle seine Punktemarker eingesetzt hat, dann ist auch quasi nach der Runde, jeder Spieler war gleich oft dran, die Partie zu Ende. Dann würde man sogar noch eine weitere Runde spielen und das ist auch schon das ganze Spiel. Es gibt ja noch eine Rückseite, wo dann die Felder alle leer sind, da kann man die dann einfach zufällig verteilen, aber es kann dann nicht sein, dass hier dieses Vierer-Käsefeld auf einmal hier vorne liegt, die sind schon nach A, B, C, D, E sortiert. Das ist nur so, dass dann halt nicht immer hier die Glühbirne und hier das Käsefeld liegt. Da kann es halt sein, dass hier die Flasche ist, hier die Cupcake-Packung, hier dann Käse kommt, hier dann irgendwie der Apfel kommt. Da hat man dann auch ein bisschen andere Strategien jedes Mal. Das ist einfach der Aufbau, den ihr nehmt, wenn ihr das Spiel das erste Mal spielt, das neuen Leuten erklären wollt. Da kommt man super schnell rein. Das ist auch alles hier auf dieser Übersichtstafel erklärt. Zuerst entweder eine Ratte 1 bis 5 Schritte vorgehen oder so viele Ratten wie ich habe, 1 bis 3 Felder vorgehen, aber sie müssen auf einem gleichfarbigen Feld sein. Wenn ich auf ein Feld gehe, wo eine andere Ratte ist, dann muss ich halt einen Käse dafür ausgeben und zwar pro andere Ratte. Ne? Also wenn da 3 Spieler ihre Ratte auf einem Feld haben, dann muss ich auch 3 Käse abgeben. Ich darf nie auf ein Feld gehen, wo ich schon bin. Danach gucke ich, wo bin ich und bekomme dann halt die Ressourcen dafür. Kann dann halt vielleicht Glühbirnen vorgehen, wenn ich hier aus dem Glühbirnenfeld bin. Ich kann hier mit diesem Marker hier vorgehen, wenn ich auf so einem Feld gelandet bin, mit den Apfelresten. Danach kann ich halt kaufen, hier bei den Händlern. Da gibt es halt auch noch ganz tolle Sachen, wo ich dann hier zum Beispiel einfach immer, wenn ich Käse sammle, bekomme ich insgesamt 2 Käse mehr. Also auch wenn ich jetzt hier und hier stehen würde mit 2 Ratten, würde ich ja 3 Käse bekommen. Damit würde ich 5 Käse bekommen. Wenn meine Lampe dann sogar schon irgendwie hier wäre, würde ich ja jeweils eine Ressource mehr bekommen. Also würde ich dann 2 und 3 sind 5. Hiermit sind es dann 7 Käse mit diesen relativ schwachen Feldern bekommen. Oder auch hier, wo ich halt von diesen Spezialressourcen immer eine mehr bekomme. Das ist auch schon echt gut. Dafür muss ich halt auf dieses Feld gehen, wo der Pfeil ist. Und dann muss ich halt hier mit diesem Maulwurf, was auch immer es ist, handeln und muss dann halt 6 Käse abgeben. Die muss ich aber erstmal haben, wenn ich da bin. Das ist ja gar nicht so leicht. Dementsprechend kann ich auch, wenn ich da hingehe und ich habe das Geld nicht, möchte aber trotzdem gerne hier diesen coolen Marker haben, dann kann ich den einfach klauen, muss dafür aber ganz wieder zurück an den Anfang, was aber vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil jetzt kann ich hier auch trotzdem mehr Ressourcen einsammeln und muss überlegen, ob ich lieber schnell vorgehen möchte, um hier die Punkte zu machen oder ob mir das hier so wichtig ist, dass ich schnell an 2 Taschenrechner rankomme, um halt hier noch irgendwie viele Punkte zu machen, die Sets voll zu bekommen, um da die extra Punkte zu holen. Da muss man halt schon so ein bisschen überlegen. Und auch hier dieser Händler, der Frosch, da kann ich irgendwann hier diesen Energy Drink kaufen, den kann ich halt einmal einsetzen und dann bekomme ich halt von einer Ressourcenart, die ich in einem Zug sammle, doppelt so viele. Danach drehe ich den um, um anzuzeigen, dass ich ihn benutzt habe. Ich brauche den noch, weil hier hinten bei dem Händler hier, bei dem Feld, da kann ich dann noch hier so Kronkorken sammeln und da würde ich jetzt einfach 5 Punkte pro Marker, den ich auf dieser Leiste hier habe, bekommen. Ne? Immer so, weil ich 2 Cupcake-Packungen und 5 von diesen Flaschen habe, kann ich die dann am Ende des Zuges ausgeben und hier die Punkte holen und wenn ich hier insgesamt 3 Marker hingelegt habe, weil ich ganz viele von den Ressourcen gesammelt habe, bekomme ich dadurch halt nochmal Punkte extra. Oder hier würde ich einfach 12 Punkte bekommen, aber pro Punkte-Marker, den ich hier liegen habe, bekomme ich halt irgendwie dann 2 Punkte weniger. Das heißt,
heißt, das sind auch nochmal Sachen, mit denen ich am Ende Punkte bekommen kann. Und das ist dann hier nochmal angezeigt, was ich gerade gesagt habe. Ich kann entweder die Ressourcen ausgeben, um einfach meinen Marker auf die entsprechende Leiste zu legen. Und es ist auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel derjenige bin, der zuerst hier sich 10 Käse leisten kann und die ausgibt, um dafür 7 Punkte zu bekommen, dann würde jetzt eben der nächste Spieler halt hier nur noch maximal 6 Punkte bekommen können. Und dann auf das letzte Feld, da können auch beliebig viele Steine drauf liegen immer, da kriegt einfach jeder 5 Punkte, der es halt schafft, das nochmal zu machen. Wobei es sich natürlich am Anfang deutlich mehr lohnt, aber es ist halt auch nur ein Vorsprung von 2 Punkten. Dafür müssten die Partien dann auch schon immer relativ knapp sein, damit das wirklich wichtig ist. Und es gibt hier auch noch so Superratten, die man holen kann. Das hier unten sollen so Comics sein, wo ich halt auch irgendwelche Vorteile bekomme, wie ich schon erzählt habe, dass ich irgendwie Tunnel so benutzen kann oder sich keinen Käse mehr ausgeben kann. Hier können halt auch diese Superratten liegen. Das ist auch echt schick gemacht, da werden jetzt auch einige Leute sagen, hey, wie cool, angenommen, ich würde mir diese Ratte hier holen, dann könnte ich die einfach hier so hinten drauf machen und jetzt kann ich einfach den Spezialeffekt von dieser Ratte nutzen und das wäre einfach, dass die immer 2 Felder mehr gehen kann als, das heißt, die könnte ich auch zum Beispiel 5 Felder bewegen oder wenn ich mir hier Arnold Rattenegger holen würde, der würde einfach immer überall eine Ressource mehr einsammeln. Das finde ich echt eine super schicke, super smarte Idee, wie man ja heutzutage sagt. Oder er hier mit diesem Helm, der würde, glaube ich, irgendwie immer auf, habe ich noch nicht benutzt, aber ich glaube, auf irgendwelchen Feldern doppelte Ressourcen bekommen und kann beliebig weit gehen, also den kann ich auch gleich irgendwie, wenn ich möchte, hier hinsetzen, aber der darf halt nie wieder zurückgehen und manchmal ist zurückgehen auch ein taktisches Mittel, weil ich dann sage, okay, bevor ich jetzt irgendwie meine ganzen Figuren einlogge, ist es auch ganz toll, wenn ich einfach mehrere Figuren gleichzeitig bewegen kann und da muss man natürlich gerade auf dem anderen Spielplan gucken, wie liegen die Teile so verteilt, dass man da vielleicht manchmal ganz tolle Kombinationen haben kann und was ich noch sehr schick finde, also zum einen der Solo-Modus funktioniert auch wirklich gut, den kann man auch in verschiedenen Schwierigkeitsgraden einstellen, von leicht, mittel, schwer bis hin zu unfair. Und hier hinten drauf gibt es so Achievements, Herausforderungen, dass man eine Partie gewinnen soll, ohne eine einzige Ratte in die Rakete zu bewegen. Also alle irgendwie hinten lassen, halt ganz viel werden, aber nicht einmal im Ziel ankommen. Oder hier gewinne ohne irgendwie so einen Extramagen. Also kein Rucksack, kein Energy Drink, kein Kronkorken. Gewinne und werte die Raketenleiste 2-mal oder gewinne mit 4 verschiedenen Rucksäcken, das muss man auch erstmal schaffen. Gewinne einfach nur mit 90 Punkten. Schaffe es in 16 oder weniger Zügen. Das zählt man einfach hier mit so Käsemagen. Die man hat oder gewinne eine Partie, in der du mindestens 5-mal die Käseleiste wertest, da muss man natürlich auch an super viel Käse kommen, sich so hinstellen, dass sich die Mitspieler auf einen drauf bewegen und man dann irgendwie Käse bekommt oder hier gewinne eine Partie, in der du alle 5 Abkürzungen mindestens 2-mal benutzt. Sowas finde ich immer ganz schön, weil natürlich kann man dieses Spiel spielen und das ist ja wie gesagt so Familie Plus, Kenner Light. Das heißt, wenn man so von den ganz banalen Familienspielen weg möchte und den Leuten so ein bisschen so Ressourcen sammeln beibringen möchte und auch sich so taktisch positionieren, so ein bisschen clever überlegen, wie man solche Sondereffekte hier benutzen kann, dann ist das dafür auf jeden Fall schon ein ganz schönes Spiel, aber das hätte sich für mich persönlich als schon ja eher extrem viel Spieler jetzt schon so nach 2-3 Partien auf jeden Fall ziemlich ausgelutscht, glaube ich, aber mit diesen Achievements hier hätte ich jetzt auch auf jeden Fall schon mal eine Challenge, gerade wenn ich was für den Solo-Modus suche, wo ich dann einfach versuche, das einfach solo zu knacken und auch natürlich, wenn man jetzt vielleicht zu zweit spielt, auch mit mehr Leuten, man kann das ja mit bis zu 5 Leuten spielen und es sollte eigentlich immer so ungefähr eine Stunde, also ich glaube zu zweit kann man da in einer halben Stunde durch sein mit 5 Leuten, also länger als 75 Minuten werdet ihr wahrscheinlich in der Regel nicht spielen, außer ihr habt extreme Grübler dabei und hier kann man sich halt nochmal ransetzen, da hat man halt 2, 4, 6, 8, 9 Partien, wenn man das alles auf Anhieb schafft und wenn man sagt, okay, ich will das jetzt aber schaffen, ich will halt irgendwas davon gezielt probieren, da muss man da auch ein bisschen überlegen, knobeln, sich dafür irgendwelche Strategien ausdenken und dann halt auch gucken, wie mache ich das mit so einem variablen Spielplan. Das ist auf jeden Fall schon ein ganz schickes Ding, wenn man halt weiß, was einen erwartet. Wie gesagt, ich glaube, für die meisten Vielspieler wird das zu wenig und uninteressant sein, aber das sieht ja auch allein vom Cover her schon so auch eher ein bisschen nach Kinderspiel aus. Das ist es definitiv nicht. Also es hat schon so ein bisschen was in sich, mit den Markern, die man sich holt, mit den verschiedenen Leisten, wo ich halt irgendwie werten muss, wie bewege ich meine Figuren. Das ist schon mehr als so das klassische Familienspiel. Mit Kennerspiel tue ich mich jetzt schwer. Bei mir würde sowas eher in der Kategorie Familie Plus landen oder vielleicht Kenner Light. Aber ja, jetzt habt ihr einmal gesehen, wie First Red so prinzipiell funktioniert, wo das einzuordnen ist, ob das also ein Spiel sein könnte, das euch eurer Spielerunde Spaß macht oder wem ihr das schenken könnt oder wem vielleicht auch nicht, weil ihr vielleicht eine ganz andere Erwartung an das Spiel hattet. Und dann danke ich euch recht herzlich fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne den Kanal abonnieren, falls ihr es nicht getan habt. Und ich würde mich natürlich immer sehr über einen Kommentar freuen. Einfach nur
Habe ich gesehen, fand ich toll, hat mich informiert. Also lasst mich gerne wissen, wie ihr das Video fandet, wie ihr das Spiel findet. Ist ja auch, ne, für andere Leute sicherlich interessant und auch wenn ihr schon gespielt habt, wie kam das bei euch in euren Runden an? Und das war's dann von First Red und mir. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken, bis bald und tschüss!